Hallo Leute und willkommen zurück. Ja, da sind wir auch schon wieder. Ein bisschen Umbau steht heute an, würde ich sagen. Und da starten wir direkt mal mit. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das Gebäude aufbaue. Ich habe echt noch nicht so wirklich einen Plan. Aber auf jeden Fall muss das hier weg. Ja, das geht auch, glaube ich, recht schnell mit der Schaufel. Boah, wenn ich mir überlege, so mit einer Steinschaufel oder mit einer Eisenschaufel hier den ganzen Umbau zu machen, da wird einem schon ein bisschen schlecht. Ich weiß nur noch nicht, wie weit ich das hier abreiße. Weil die gesamte Umgebung ist ja hier irgendwie noch ein Level höher. Naja, gut, gucken wir uns gleich mal an. Und ich muss hier auch den Höhleneingang irgendwie zumachen. So. Na komm schon. So, ja, also wir werden auf jeden Fall jetzt hier nur einen Boden reinziehen gleich. Und wenn wir den Boden haben, werde ich die ganzen Gerätschaften wahrscheinlich mal einzäunen, gut ausleuchten und dann erstmal noch offen lassen, weil ich würde ganz gerne das Gebäude im Anschluss erst drumherum bauen, damit man einfach weiß, wie groß es sein muss und nachher nicht wieder das Problem hat, dass nicht genug Platz für irgendwas ist. Wow. Ich wollte hier nicht reinfallen. So. Okay. Gut, das wäre schon mal Punkt Nummer 1. Ich überlege gerade, ob wir den Boden jetzt auf welcher Höhe machen. Wir den denn jetzt noch eins tiefer? Gehe ich hier mit dem Weg runter? Oder? Theoretisch, ja, denke ich schon. So, dann hier noch weg. Und einmal. Oh. Habe ich jetzt umgestellt? Verdammt. So, ich werde hier nicht gleich von allen Seiten angegriffen. So. Das ging doch flott. Können wir noch kurz das Wasser hier zumachen? Und dann gehen wir gleich nochmal eine Etage runter. So. Check. Aber es ist schön, dass das Lager direkt neben meinem Grundhäuschen steht. Da hat man auf jeden Fall dann was von. Weil man es besser anschließen kann. Boah, da draußen brennt schon wieder die Hälfte der gesamten Landschaft. Komm doch mal hier. Komm doch mal hier. Genau. So. Ich würde sagen, damit hier kommt der Weg lang. So ein Stückchen. Ja. So, und hier können wir dann theoretisch das Gebäude direkt anbauen. Jetzt noch mal ein paar Eckpunkte aussuchen. Es muss recht groß werden. Aber das ist ja der Grund, warum ich halt noch nicht alles fertig mache. Um nachher die Größe nochmal anzupassen, weil da soll so viel rein. Ich meine, es soll einen Railcraft-Anschluss haben und... Ich würde sagen, die Größe reicht für den Anfang. Stellt er es? Ach so, wenn ich fliege, stellt er das automatisch um. Gut. Hallo. Boah. Chuck, chuck.
Okay. Hier lang. So, dann einmal hier rüber. Ich bin mir auch noch nicht so ganz darüber im Klaren. Moment. So. Sorry, ich musste gerade mal den Frosch loswerden. Ja, ich bin mir auf jeden Fall noch nicht so ganz darüber im Klaren, wie ich die Verarbeitung in dem Gebäude mache und so. Deshalb wird es wahrscheinlich auch auf jeden Fall mehrere Etagen geben. Und Klotzi muss ja auch reinpassen. Oh. So, okay. Ich habe Platz mehr, würde ich so sagen. So. Hier ist ja auch noch Sand dazwischen, stimmt. Ich zerrumme jetzt nicht meine Schaufel aus Versehen damit. Mit Sand? Nö, hier mit der Menge an Zeug, was ich abbaue. Gott, ich habe keinen Platz mehr. Tschuck, 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 tschuck. Komm mal her, alles. Eigentlich können wir davon auch mal wieder was schrotten, also. Im Endeffekt haben wir genug Material, um immer wieder was nachzubauen. Ich glaube, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich werde den Frosch im Hals echt nicht los. Sieht doch schon mal schick aus. Ein riesiges Quadrat auf der Karte. Wunderbar. Gut, schauen wir mal kurz von oben. Ich denke, das sollte für ein Lagerhaus ausreichen, aber ich glaube, ich bin noch nicht ganz passend von der Größe her. Irgendwie fehlt rechts noch was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, gucken wir nochmal. Ja, das sieht doch gut aus. Man sieht vor allem gar nicht, dass da mal ein See war oder so an der Sandfläche. Okay, dann laden wir mal Zeug ab und überlegen uns mal, mit was wir den Boden auskleiden wollen. Das heißt Zeug abladen. Ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr, um Zeug abzuladen. Verdammt. Kiste. Tja, wo ist deine Festplatte? Eisen. Ja, das ist ja leider alles nicht hier. Das ist ja drüben in dem anderen Gebäude. So. Zwei Eisenkisten. Da kommt jetzt erstmal Schrott rein. Können wir eigentlich schon mal in die Nähe darstellen. Tschuck, tschuck. So, okay. Ganze Zeug, was hier im Diggers Backpack ist, auch da rein. So, dafür muss ich den erst wieder umschalten.
einmal, zweimal. Klack, perfekt. So, jetzt habe ich wieder genug Platz für den ganzen Mist. Das sind echt nur... Oh nein, er hat es wieder aufgenommen. Gut. So viel Zeug. Okay. Sagen wir mal den Rest hier noch ein, dass es nicht so rumleckt. Und dann kann ich den Modus wieder ausmachen. Wunderbar. Wir brauchen jetzt einen Fußboden. Und ich denke, ich werde als Fußboden diesen hier nehmen als Grundlage oder den hier. Oder nehmen wir was ganz Ausgefallenes. Na gut, es gibt ja noch diverse Möglichkeiten aus anderen Bereichen. Aber so ein Lagerfußboden muss halt auch schon aussehen wie ein Lagerfußboden und nicht wie irgendwas anderes. Wo kommen die eigentlich her? Hm. Abyss-Sachen. Bleached Bone Brick. Achso, das sind ja, okay. Frosty. Hm. Ich bin mir noch ein wenig unschlüssig. Boah. Ja, wir können natürlich aus Gold bauen. Oder aus Lapis. Und ein Chisel für. Oder Force Bricks bauen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin mir total unsicher, was ich da machen möchte. Ich denke, wir werden erstmal normale Stone Bricks bauen. Dafür brauchen wir einen Haufen Steine, die wir jetzt erstmal einschmelzen müssen. Das heißt, ich werde jetzt doch wieder Steine mitnehmen. Ja, so mitnehmen. So, so, so. Boah. Sehr schön. Dann einmal rüber zum Ofen. Und danach können wir eigentlich schon mal mit der Planung für die ersten Gerätschaften anfangen. So, hallo, Herr Ofen. Das wird wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern. Ist hier noch was drin? Nee. Schnappen wir uns den mal. Da ist er weg. Ah, hier. Machen mal oben einen Eingang frei. Okay. Tschuck. Perfekt. Die Kiste kann man... Achso, ist hier noch... Nee. Kiste. Okay. Dann. Das oben rauf. Ich brauche noch mehr Platz. Ach, verdammt. Ich glaube, wir kommen an die Kiste so nicht. Doch, wir kommen ran. Gut, weil eine Treppe drüber ist. Okay. Ja, dann ist ja gut. Okay, Cobblestone. Cobblestone. Wunderbar. Dann brennt er uns jetzt hier erstmal eine ganze Menge an Steinen. Und wir gehen mal schnell ins Bettchen. Die Kuh steht da immer noch auf dem Dach, ey. Schnell beeilen, damit nicht die Spinne in die Nähe kommt. So, ja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal durch, was ich im Inventar habe und danach bauen wir die ersten Gerätschaften zumindest schon mal fertig. Wir brauchen noch ein paar Maschinen, die weggepackt werden müssen. Boah, ich höre schon wieder irgendwo eine Spinne rumgeistern. Wo bist du? Da bist du. Hey, warum greifst du mich an? Es ist Tag! Du darfst mich überhaupt nicht angreifen. Die mag dich nicht. Nee, die hat mich überhaupt nicht gemocht.
Okay, so. Die Spoilsbags haben wir hier noch rumwuseln. Ach, das Diamant drin ist ja geil. Okay. Diamant weg. Barren weg, soweit es noch irgendwie möglich ist, weil langsam ist hier kein Platz mehr drin. Fleisch brauchen wir. Die ganzen Safari-Netze werde ich wahrscheinlich niemals nutzen können. Nein. So, du kommst weg. Wieder so viel Kram, den ich irgendwo drin habe. Keine Ahnung. Minecarts und... Ich glaube, ich lasse das auch erstmal da drin. Strings ohne Ende. Meine Güte. Quecksilber habe ich auch noch. Oh Gott, aber sieht zumindest schon mal wesentlich angenehmer aus. Okay, was haben wir hier noch? Koks. Und oh, ich versuche mal den Rucksack zuzumachen, obwohl das total unnötig ist. So. Okay. Ich habe keinen Platz mehr in meiner Truhe. Verdammt. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal in den Ressourcenrucksack schmeißen. Und ganz dringend das erste System aufstellen, genauso wie wir es drüben gemacht haben. Weil ansonsten werde ich hier wahrscheinlich nichts mehr reißen können. Boah, unglaublich. Okay. Wir brauchen also Energie. Aber dafür müssen wir einen Tesseract bauen, da habe ich jetzt auch gerade noch keine Möglichkeit zu... Auf jeden Fall brauchen wir aber Quarzkristalle und hier ist der Fluxoid, das und Fluxoidkristalle und Netherquarzkristalle. So, also fangen wir nochmal neu an. Wir brauchen nochmal ein Terminal. Und zwar, wenn es geht, gleich so eins. Dafür brauchen wir aber eh ein Access-Terminal, oder genau. Glas, eine Conversion Matrix, dafür brauchen wir Prozessoren. Okay, wir müssen wohl Prozessoren erstmal herstellen, und zwar die Basics, da machen wir gleich mehr. Gold und... Oh, 16 aus Diamant, ja, würde ich sagen. Gold, Diamant, okay. Dann... brauchen wir einen Haufen Silizium. Und Massen an Redstone. Und dieses nette Werkzeug hier. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo noch Silizium rumfliegen haben. Ich hatte ja doch zwischendurch immer mal das ein oder andere abgebaut, aber... irgendwie... scheint da nicht wirklich viel von übrig zu sein. Ich habe viel zu viele Kisten, das ist viel zu unübersichtlich und ich bin so froh, wenn ich damit endlich weg bin hier. So, okay. Au, au, au. Recipe, bitte. Das konnte man doch auch aus den Netherquarz-Tasten machen, genau. So. Wenn ich das direkt hier reinschmeiße, das Netherquarz-Zeug. Passiert gar nichts, okay. Das heißt, ich muss es erstmal pulverisieren. Und muss das dann direkt weiterverarbeiten im Ofen, wenn er hier mit den Steinen durch ist. Was noch ein bisschen dauern kann. Aber hier ist auch noch Silizium drin, also von daher, gut, dann verlegen wir mal unsere Baustation, glaube ich, hier rüber, weil wir sowieso einen Haufen Zeug einschmelzen müssen. Ja, klingt nach dem Plan. Und wir brauchen noch massenweise Redstone. So, wo ist mein Board? Hier.
Klack, klack, klack. Und dich, dich. Gut, damit haben wir schon mal das erste Rezept fertig. Aber wir brauchen auch ein Silizium. Ach ja, wie viel Öl ist hier eigentlich noch drin? Oh Gott. Zu viel Seedöl und zu viele Nüsse. So, ihr kommt hier alle rein. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz um und gucken, ob wir noch ein bisschen Clay irgendwo einsammeln können. Am besten wäre natürlich ein Sumpfgebiet dafür. Mir fällt nur gerade nicht ein, ob wir wirklich eins haben. Flip. Auf der Map. Ich will nicht auf die Map-Option, ich will den Zoom einstellen. Warum geht mein Zoom nicht mehr? Ah. Sehr gut. Nee, hier direkt in der Nähe war nichts, aber das kriegen wir auch noch hin. Irgendwo war hier auf jeden Fall Sumpf in der Nähe. Na. Also auf jeden Fall Wald mit rosa Bäumchen. So, lade ich mal auf. Hier ist Wald mit diversen Bäumchen und hier ist eine Schlucht. So. Ich bin hier auch gar nicht schon irgendwie überall durch die Gegend. Boah, leck. Hier wenigstens ein bisschen Clay noch. Ja, also wir werden dann noch Spaß mit haben, mit dem Lehm. Ich weiß, ihr wisst bestimmt noch, wo das Sumpfgebiet ist. Ich weiß es momentan leider nicht. Ich reizt hier diese Schlucht gerade so unheimlich. Aber ich will jetzt hier nicht schon wieder eine Abbaufolge machen. Ich wollte eigentlich wirklich was Technisches bauen. Nur wenn es so ewig dauert, bis wir da unser Zeug zusammen haben, kann man es natürlich schwer machen. Okay, fliegen wir zurück erstmal. Wird die Lehmsuche erstmal vertagt. Wir wollen ja nicht zwingend die Bricks, die kommen ja erst dran, wenn die Wände gebaut werden. Von daher wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Und ich würde auch sagen, ich baue direkt unter die Lagerhalle dann eine etwas größere Energieproduktionsstätte. Und dann können wir nämlich unser gesamtes Haus da hinten mal ein bisschen entlasten. So. Au. Schön auf die Schnauze gelegt. Dann mal wieder ins Häuschen zurück. Gucken, wie es hier mit Silizium aussieht. Obwohl, wir können ja. Wir verlegen jetzt einfach mal Boden hier. Zwei 64er Sticks existieren ja schon. Brauche ich nur mein zweites Crafting-Utensil, weil das Board gerade voll ist. Ah, jedes Mal. Geh, geh, geh. Gut. Und C. Und zwar brauchen wir. Gott, bin ich direkt so. Ah, die sahen so hässlich aus. Das waren die. Nee, ich möchte schon die Slabs haben. Muss ich hier halt doppelt verlegen. So. Gut. Und nochmal kurz rüber, ab ins Bettchen. Dann fangen wir noch mit den Slabs an. Und dann ist die Folge auch schon wieder fast rum. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Aber mir ist aber jetzt wieder ordentlich was zu tun.
Und zwar richtig ordentlich. So. Ich will nachher auch die ganzen Kabel unterirdisch verlegen. Für den Mist, dass es wirklich oben ordentlich aussieht. Ja, wunderbar. Irgendwie finde ich es doof, dass die angebrochen aussehen. Warum sehen die denn schon so kaputt aus? Keine Ahnung. Es scheint wohl ein neuer Teil der Textur zu sein. Eine halbe Ewigkeit dauern, bis ich genug Stein zusammen habe, dass der Boden dann auch wirklich fertig wird. Eigentlich müsste man das beinahe offscreen machen. Nein, mache ich nicht. Keine Angst, ihr dürft mir die ganze Zeit beim Bauen zugucken. Ich sehe schon wirklich, wie die Hälfte der Leute mich verflucht gerade. Was machst du denn da? Boden verlegen. Doppelt? Ja, sonst wäre es nur ein halber Boden, da kann man nichts draufstellen. Also wenn ich jetzt mir hier irgendeinen Block nehme, egal was, ja, ja, den versuche ich hier aufzustellen. Oh, hässlich. Ja, yep. Darum muss ich es doppelt legen. Mhm. Obwohl es mir, wie gesagt, diese gerissene eigentlich auch gar nicht gefallen, wirklich. Das sieht irgendwie so... Ich lese gerade überall, dass der Magier... Der schlechteste Charakter ist bei Dragon's Profit. Wir sind jetzt bei Minecraft. Entschuldigung. Danach spielen wir Dragon's Profit. Ja. Auf jeden Fall. Ja. So. Also ich würde sagen, ich gucke mir das gleich mal an, wie das aussieht mit dem Boden, wenn hier ein bisschen was verlegt ist. Aber persönlich gefällt es mir nicht. Verdammt, das sieht echt blöd aus mit den Rissen. Oh mein Gott. Nee, das geht gar nicht. Das dauert noch ewig. Ja, aber es geht nicht. Sieht doch scheiße aus. Gut halt. Ja, total. Wie eine Ruine. Das soll eine Lagerhalle werden und keine Ruine. Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? Verdammt. Hier, so, weißt du, das finde ich total cool. Ja. Aber die Oberfläche sieht scheiße aus. Ach, das ist schon cool. Ja, das ist eine Ruine. Ja, genau, eine Ruine. Okay, also da denke ich mir bis zur nächsten Folge mal was anderes aus, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.